Schalke hat seinen ersten Neuzugang. Sein Name Pablo Insua, Innenverteidiger. Er kommt von Deportivo La Coruña und war an CD Leganés ausgeliehen. Als Schalke ihn anfragte, gab es keinen Grund zu zögern. Schalke ist ein großer Verein in Deutschland. Es ist ein Riesenschritt, aber auch eine riesige Chance für mich. Und als der Verein angerufen hat, hatte ich keine Zweifel. Schalkes Manager Christian Heidel lobt das Tempo und die Technik des 23-Jährigen und ist froh, Domenico Tedesco damit einen seiner Wunschspieler zur Verfügung zu stellen. Er hat sich sehr, sehr intensiv mit ihm beschäftigt, muss sagen, wir hatten ihn vorher schon im Scouting, aber der Anstoß kam jetzt eigentlich von Tedesco sogar und wir hatten ihn schon in der Beobachtung, haben es jetzt nochmal vertieft und glauben eigentlich alle, dass das ein richtig guter für Schalke 04 ist. Auch den Medizintest hat der 23-Jährige bereits bestanden und freut sich nun auf die Erfahrung Bundesliga. Für alle Mitglieder und Abonnenten gibt es bei Schalke TV kostenlos einen ausführlichen Beitrag zur Verpflichtung des Spaniers.